Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, wir schauen uns an, was der Neumond für eine Botschaft für uns mitbringt. Bin gespannt. Um was geht es? Was darf ich weitergeben? Was ist wichtig? Ich habe das Kreuz gepachtet. Ja, das Schicksal legt sich hier in die Mitte. Und wir haben hier Einflüsse von außen, die hier sehr zentral liegen. Bedeutet für mich auch immer, ne, wo sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann? Wie gehe ich mich damit um? Wenn mich irgendetwas trifft oder wenn sich etwas verändert, was ich so nicht geplant habe. Und hier scheinen wir so ein bisschen gestresst zu sein im Kopf. Da ist ein bisschen Unruhe. Es können auch Gespräche sein, die uns hier beschäftigen, Konversationen. Ich glaube, das Leben möchte uns eine neue Lektion mitgeben, etwas liefern, was wir so noch nicht erfahren haben. Und wie bei allem Neuen ist es dann tatsächlich so, dass man vielleicht ein bisschen Stress damit hat. Es kann auch sein, dass etwas, was wir lange verdrängt haben, nach oben kommt. Das ist hier auch möglich. Dass es sich vielleicht auch im Außen irgendwo zeigt. Ich finde das schon wieder sehr speziell, denn im Prinzip ist es hier so, dass wir eine Veränderung erleben, die wir so nicht geplant haben. Die kann jetzt das Umfeld betreffen, die Familie, die häusliche Situation. Es kann auch im weitesten Sinne irgendwie uns selbst betreffen, unsere selbstständige Arbeit, unsere Sachen, die wir mit den Ämtern oder Behörden zu tun haben. Vielleicht auch etwas Positives, das sich in diesen Bereichen abspielt, wobei ich denke, wir haben da nicht mit gerechnet. Das ist so, wie das Schicksal meint, ist gut. Es schickt dir eine Veränderung, die dir zwar Unruhe mitbringt, aber am Ende ist es ein gutes Ergebnis. Es kann etwas sein, was uns da unterstützt, wo wir uns allein damit fühlen. Oder wo etwas zu viel ist auch. Es sind gute Dinge, die hier kommen, gute Erfahrungen, denn wir haben hier den Klee aus dem Umfeld raus. Also das ist hier eine glückliche Aufregung, etwas, was uns Glück mitbringt, vielleicht auch Minimierung von irgendeinem Kraftaufwand, vielleicht auch auf zwei Bereichen. Wir haben hier vielleicht dieses Ding, dass wir denken, das, was sich hier tut, das müsste uns ein bisschen längerfristig dienen. Möglicherweise sind hier auch Freunde involviert oder man baut auf Freunde. Möglicherweise kann es auch jemand sein, der uns einen Impuls bringt oder unterstützend tätig ist. Ich sehe aber hier auch neue Menschen, neue Freundschaften. Kann ja auch sein, dass sich jemand meldet, der sich längere Zeit zurückgezogen hat oder ja, der sich rar gemacht hat. Und es ist eine Zeit, wo wir wieder Entscheidungen treffen.
neue Wege gehen und eine Zeit, die uns sehr viel Klarheit mitbringen wird. Spannend. Schauen wir ein bisschen weiter, sagt die Zusatzkarten dazu. Hier hat sich eine umgedreht. Wir haben den ruhenden Vulkan. Da ist etwas kurz vor dem Durchbrechen. Und unterm Deck haben wir noch die Gemeinschaft mit dem uralten Wald. Das ist vielleicht auch so, zusammen sind wir stark, zusammen können wir was verändern. Man zieht hier vielleicht auch Leute an, die Weggefährten sind, die ein gleiches Ziel haben wie wir oder die gleiche Wertevorstellung. Da das Außen hier sehr präsent ist und die Schicksalskarte, ne, rechne ich damit, dass wir einfach Umstände geliefert kriegen, wo wir spüren, wir haben etwas, was wir in uns tragen, auch zurückgehalten oder noch nicht benutzt. Man hat irgendwo auch Druck oder, ne, mit den Eulen so Unruhe, Stress, vielleicht auch emotional. Und es geht darum, nicht an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln, sondern sie umzusetzen, sich selbst was zuzutrauen, sich selbst auch ein guter Freund zu sein in den Dingen, die man tätigt. Aber da wir hier die Gemeinschaft haben, glaube ich, dass wir hier auch zusammen irgendwas Gutes auf den Weg kriegen oder dass man wieder mehr Gemeinschaft an sich erfährt, denn hier ist in unserem Haus der Turm drin. Die Karte mit dem uralten Wald zeigt eben auch irgendwo unser Netzwerk an, unser Wurzelwerk. Und die muntert auch auf, ne? Die sagt hier: Lasse zu, dass du unterstützt wirst, dass dir jemand hilft, dass du nichts alleine durchboxen musst oder dass du immer alles selbst schaffen musst. Es muss ja nicht unbedingt die Familie sein, die einen weiterträgt. Manchmal sind es Freunde, Leute, die genau wissen, wer man ist und warum. Und es geht darum, hier zusammen ein Potenzial zu erschaffen, das enorm ist und wo keiner auch alleine dasteht. Es sind Menschen, die nicht nur reden, sondern auch ihren Worten Taten folgen lassen. Und es geht ein bisschen auch um die Lernaufgabe, um Unterstützung zu bitten. Ja? Gerade wenn von außen Sachen kommen, mit denen wir vielleicht nicht rechnen, gibt es immer wieder auch Menschen, die haben etwas schon erfahren, die können dir einen Tipp geben oder die verstehen dich. Das ist ja auch immer so wichtig, ne? Leute zu haben, die einen verstehen, die einen annehmen, wo man sich nicht verbiegen muss. So, die Schicksalswende. Guckt euch das an hier. Ne? Hier ist das Kreuz. Guck mal, die Biene angesummt. Ja, das Leben hält Glück und Segen für uns bereit. Hier Unterstützung, Gemeinschaft. Die Karte sagt auch, dass es Zeit ist, jetzt mal anzufangen, unser kreatives Potenzial zu nutzen und damit Lebenspläne zu schmieden. Und es geht auch darum, die Talente zu nutzen, die man hat, die man vielleicht nicht nach außen trägt. Ja, wenn die Biene kommt, dann geht es darum, dass man auch Muster überwindet, dass man versteht, das Leben bietet mir eine Situation, in der ich frei sein kann und nicht gebunden bin an irgendwelche Konstrukte.
oder Strukturen, die mir auch nicht mehr dienen. Und hier geht es darum, mit Fleiß und Ausdauer sein eigenes Potenzial zu entfalten und damit Fülle zu erschaffen. Dafür muss man manchmal auch was loslassen oder irgendwo rausgehen aus einer Situation. Aber die Karte mit der Biene hier sagt tatsächlich, dass das Schicksal es gut mit uns meint, dass wir geliebt werden und dass unsere Schritte auch überwacht sind und wir uns dem Wunder öffnen können, das jetzt geschieht. Dann, was kriegen wir hier noch mit? Ja, es geht um die Bewertung. Man hat vielleicht Angst, dass man mit dem Finger gezeigt kriegt, ne? Du hast dies, das, vielleicht auch um Schuld, die hier im Verborgenen liegen oder vielleicht auch daran hindern, weiterzugehen. Es geht an sich vielleicht auch darum, selber nicht mehr so viel zu bewerten, was andere machen. Denkt immer dran, das ist ja diese Pistole, ne? Wenn man mit dem Finger auf andere zeigt. Und wir haben die Zeit, die wir nicht beeinflussen können, so wie auch das Schicksal, ne? Und wir hadern ja immer mit der Zeit, ne? Das eine geht zu schnell, das andere geht zu langsam. Und wir können das meistens nicht beeinflussen. Also ja gut, unseren Tagesablauf schon und so. Aber wenn das außen kommt und dir Dinge liefert, dann gibt es eben Wenden, dann gibt es Herausforderungen, dann siehst du auch, wer überhaupt noch für dich da ist oder wer dich hängen lässt. Und manchmal ist auch nicht immer, ne? Manchmal ist es so und manchmal ist es so. Nichts ist für immer oder bleibt für immer da. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Neumondzeit. Ich drücke euch, bis bald.